Okay, hey Leute, Diamina hier wieder. Ich wollte euch mal ein kleines Tutorial zeigen, wie man dieses tiefe Geräusch von der DSR zum Beispiel machen kann für Edits, was ich häufig benutze. Und hier ist mal kurz ein Beispiel davon. Ja, ich will euch mal zeigen, wie das heute geht. Und zwar ist das richtig einfach. Ihr seht hier schon, ich habe die DSR in der Komposition. Hier ist noch nichts dran gemacht. Ja, dann holt ihr erstmal hier die Audiowellen hoch. Da drückt ihr einfach auf L. Dann habt ihr hier die Audiowellen. Dann könnt ihr da nochmal drauf, dann könnt ihr es auch richtig sehen. So, dann zieht ihr das erstmal rüber bis hier, dass ihr auf den ersten Frame ist. Weil das ist ja der erste Ton von der DSR. Das zieht ihr einfach rüber, bis es so auf dem ersten Frame ist. Gut, dann geht ihr rüber und schreibt einfach EQ rein. Und dann ist hier parametric EQ. Ja. Nice. Jetzt tut ihr dann da drauf auf dem Clip und seht hier schon, hier sind viel zu viele Einstellungen, wovon man nicht weiß, was was ist. Einfach, das ist aber ganz einfach. Ihr klickt hier auf Band 2 und Band 3 erlauben und macht dann diese Prozentzahl von Boost und Cut jeweils auf ungefähr 80. So, und jetzt, bevor ihr hier ein Preview von macht, dreht ihr die Lautstärke runter auf minus 20 oder so, weil das hat jetzt den Ton verdreifacht. Das ist jetzt dreimal so laut, wie es sonst sein würde, also dreht ihr das erstmal runter, sonst platzen eure Ohren. Und schon hört ihr, das hört sich sehr viel anders an. Ganz fertig ist es natürlich noch nicht, da tut ihr dann noch Bass und Treble oder wenn ihr deutsche Version habt, Bässe und Höhen. Tut ihr auch noch auf dem Clip. Und dreht das so ein bisschen auf, so gegen 60 und minus 60, damit diese Höhe da einfach nicht so drin ist, damit es nicht ja. Genau, das hört sich jetzt schon sehr viel besser an. Zwei Sachen können wir dann noch machen. Wir können hier mit Steuerung Alt T könnt ihr die Zeitverzerrung aufbringen. Falls ihr nicht wisst, wie das geht, könnt ihr auch einfach hier auf Ebene, Zeit und dann, was auch immer das auf der deutschen Version ist, Zeitverzerrung erlauben, keine Ahnung. Dann macht ihr den Keyframe hier ganz am Anfang und irgendwo so kurz vor dem Ende. Und zieht den hier kurz vorm Ende einfach ein paar Frames zurück, dadurch wird das Ganze auch sehr viel tiefer. Ja, das hört sich schon mal nicht schlecht an. Die letzte Sache ist, was ich richtig nervig finde in Edits, wenn man den Hebel von der DSR hört. Ja, das hört sich ätzend an. In Edits, zum Beispiel in Catalyst 2, hat das komplett abgelenkt, fand ich von SAP. Jedenfalls könnte man das auch so aufnehmen, den DSR-Schuss, dass das gar nicht erst drin ist. Oder man könnte es jetzt hier ungefähr langsamer machen, damit der Hebel gar nicht erkennbar ist. Das heißt, wir machen hier einfach einen Keyframe für Audio. Machen vielleicht drücken auf F9 oder Rechtsklick, Keyframe Assistant und Easy Ease. Dann geht ihr ein paar Frames so vor Schluss und dreht es runter auf minus 48. Das sollte den Hebel jetzt rausmachen. Ja. Vielleicht das hier noch ein bisschen früher. Ja, aber im Grunde genommen ist das jetzt soweit fertig. Also dann könnt ihr hier den N drücken, dann hört hier die Komposition auf, Rechtsklick, Trim. Und so habt ihr es. Dann könnt ihr meinetwegen irgendwie ein Clip hier rein tun. Keine Ahnung, was das für ein Clip ist. Wahrscheinlich irgendwie ein Lefty, was Damon Eno hittet. Ja, dann könnt ihr hier die Komposition haben. Geht ihr irgendwie genau auf dem Schuss, auch wenn das jetzt kein DSR-Schuss ist, zieht ihr einfach den Schuss-Effekt rein. Tut es genau am Anfang da. Dann könnt ihr sehen. La da da. Never say never. Ja, und wenn da auch Musik im Hintergrund ist, dann hört sich das auch sehr viel besser an. Falls es sich irgendwie auch trotzdem dann noch komisch anhört, könnt ihr ein bisschen hier mit rumspielen. Also hier mit dem Parametrisch-Dings würde ich einfach nicht mehr mit zu viel rumspielen, aber hier besseren Höhen könnt ihr rumspielen. Mit den Audio-Levels und mit der Zeitverzerrung, da könnt ihr ein bisschen mit rumspielen, falls sich das bei euch komisch anhört oder falls ihr es ein bisschen anders haben wollt. Ja, das war's ansonsten. Dann erstmal vielen Dank fürs Zuhören, Zugucken. Hoffe, es war alles verständlich und hat euch ein bisschen geholfen.
Tut mir leid, dass ich mich ein bisschen komisch anhöre. Ich bin ziemlich krank im Moment, deswegen habe ich auch die Zeit, um so ein Tutorial zu machen. Ja, ansonsten, ja, bis zum nächsten Mal dann. Danke.